Auch ich freue mich, heute hier zu sein, und ich freue mich vor allem über das letzte Bild von Marit, weil das ist eine fantastische Überleitung zu dem, was ich mir überlegt habe für heute, was ich gerne vorstellen möchte, wenn ich über gesundheits- und innovationsförderliche Gebäude- und Arealentwicklung nachdenke. Und das mache ich, bin vor allem im Bestand tätig. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch früher. Ich habe bei Heinz Kutscher damals in der Sozial- und Umweltpsychologie promoviert. Mein Fokus oder mein großes Interesse gilt der Erholungspsychologie, erholungsförderliche Umwelten, was für Qualitäten haben die, wie kann man die gestalten, wie kann man eben Räume oder auch vielleicht Nicht-Räume, die noch nicht als solche definiert wurden, wie kann man die aufwerten, um eben Erholung in der Nachbar, also im Wohngebiet in der Nähe bei der Arbeit zu ermöglichen. Vielleicht damit Sie auch wissen, wie ich auf die Welt blicke. Ich bin von Haus aus Psychologin, ich habe in Arbeitsorganisationspsychologie, klinische Psychologie, das waren Schwerpunkte, aber damals eben auch in Heidelberg, wo ich studiert habe, gab es die Möglichkeit der ökologischen Psychologie, die zu vertiefen, oder auch Umweltpsychologie, und ich habe auch ein bisschen Betriebsindustriesoziologie, ich gucke gerade zu Marit drüber, im Nebenfach gemacht, Psychosomatik. Und das ist so einfach meine Brille, wie ich auf die Welt schaue, wenn ich eben auch Umwelt, wenn ich Gebäude anschaue, wenn ich Areale anschaue oder auch Städte oder Stadtteile und versuche da eben auch Potenziale, vor allem wenn es im Bestand ist, zu erkennen und dann vorzuschlagen, wie man das aufwerten kann. Vielleicht wissen auch einige, dass ich für die Uni Zürich tätig bin, am Campus Irchel, im Nutzungsmanagement Campus Irchel. Den Hut habe ich heute nicht auf. Ich spreche heute explizit, weil das auch so ein bisschen eine politische Position ist oder Rolle, die ich da habe, ich spreche heute explizit im Namen meiner kleinen Firma, da meinem INBL, was ich irgendwann gegründet habe, meine Vision eben nutzerinnengerechte Bauten- und Landschaftsgestaltung, da einen Beitrag zu leisten, einfach damit das vielleicht auch klar eingeordnet werden kann, was ich dann heute sage. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das rüberbringen, was ich mache. Das funktioniert gerade das nicht. Eike, da geht gerade jetzt nicht weiter. Okay, dann. Ich habe es so aufgebaut, ich werde noch mal ein bisschen tiefer gehen, eben in die theoretischen Grundlagen, wo ich gemerkt habe, mit denen kann ich gut arbeiten. Sie werden sehr viel erkennen, das kommt eben viel aus der Psychologie, AO-Psychologie, Umweltpsychologie natürlich. Und dann werde ich anhand von einzelnen Fallbeispielen, möchte ich aufzeigen oder versuchen aufzuzeigen, wie ich das integriere, um dann eben konkret gestalten zu können, Umwelten, Räume aufzuwerten. Und lass dann immer wieder auf verschiedene Konstrukte aus der Umweltpsychologie einfließen. Das sind 4 Fallbeispiele, das ist so, über die ich das, den roten Faden ziehe. Und zum Schluss versuche ich dann ein kleines Fazit auch. Wie ist das, wenn ich jetzt als Psychologin eigentlich in der Ebene unterhalb der Raumplanung an versuche, dann diese Nutzung, die raumplanerisch mal geplant wurden, zu operationalisieren und so, dass im Prinzip Psychologie, da geht es um letztendlich das Erleben und Verhalten von uns Menschen, dann so zu gestalten, dass es eben einen positiven Beitrag für unser Erleben, für Erholung zum Beispiel, für Gesundheit hat, wenn wir uns in diesen Räumen, Umwelten, Zonen aufhalten. Das theoretische Fundament, auf dem ich gemerkt habe, wo ich gut aufbauen kann, einfach von ganz oben dann immer detaillierter. Es geht eben ums Physische, es geht ums psychische Wohlbefinden, Autonomie, Kontrolle spielt immer wieder überall mit rein. Es geht um die soziale Ebene, die sozialen Beziehungen, natürlich die physischen Qualitäten der Umwelt, die wir haben, Klima, aber auch Materialisierung, was macht das mit uns? Und es hat auch die Ebene Spiritualität. Ich denke, das wird auch immer mehr ein Thema werden in der Raum- und Landschaftsgestaltung, dass man das auch mit einbezieht. Ich denke, viele kennen das, wenn es darum geht, Erholungsplanung zu machen oder das herunterzubrechen, erholungsförderliche Umwelten zu gestalten, muss ich natürlich wissen, Erholung wovon oder was sind die Belastungen, was sind die Beanspruchungen und was möchte ich eigentlich unterstützen. Sie alle kennen eben Depressionen, ist ein großes Thema jetzt auch vielleicht mit Corona oder mit dem verstärkten alternierenden Telearbeit im Homeoffice. Es sind verschiedene Themen, die vielleicht nochmal geschärft wurden, auch Konflikte zwischen Arbeit und Freizeit. Es geht um Ergonomie-Themen wie Rückenschmerzen, wo mit reinspielen. Es geht um
Erschöpfung, Kopfschmerzen dergleichen. Ich möchte einfach nur skizzieren, was sind so die Themen. Und vielleicht kennen Sie das Modell. Ich möchte gar nicht auf alles im Detail eingehen, aber eigentlich geht es immer um diesen Gedanken der Person Umweltinteraktion. Es gibt den Mensch, es gibt ihn mit seinen verschiedenen Fähigkeiten, Persönlichkeit, Erfahrung und dergleichen, Motivation. Es gibt eben die physische Umwelt, die kann man aus verschiedenen Sichtweisen anschauen, kategorisieren, beurteilen, funktional, ästhetisch zum Beispiel. Und dann gibt es eben dieses Wechselspiel zwischen Person und Umwelt. Und am Ende geht es darum, Verhalten und Erleben zu erklären oder eben das auch Umwelten so zu bauen oder Beitrag zu leisten, dass wir Menschen uns möglichst wohlfühlen, dass wir gesund bleiben, dass wir wieder vielleicht besser genesen können, schneller genesen können, dass wir uns nach der Arbeit gut erholen können. Das heißt, ein wichtiger Aspekt oder Perspektive, wo ich immer drauf schaue, ist eben das Thema Fit, Passung, Kongruenz. Es geht um Einzelpersonen, Umweltkongruenz, aber eben auch Gruppe, Team. Diese Kongruenz, was braucht zum Beispiel auch ein Team im Arbeitssetting, damit die gut arbeiten können? Jetzt zum Beispiel auch mit modernen Arbeitswelten, Multispaces, Business Clubs, die da gebaut werden. Was braucht es als auch physische Rahmenbedingungen, damit dann ein Team oder eine Gruppe gut zusammenarbeiten kann? Das heißt, es geht immer darum zu gucken, wie kriege ich eine gute Passung zwischen den Zielen und Bedürfnissen von der Person, von der Gruppe hin und dann den Möglichkeiten der Erfüllung durch einen jeweiligen Umweltausschnitt. Das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das ist mein heuristisches Modell des Naherholungsverhaltens. Das ist damals aus meiner DIS-Zeit entstanden und ich seit eben 2009, wo ich die submitted habe, damit komme ich einfach wirklich gut vorwärts bei meinen Planungen, wenn ich so denke. Es ist ganz einfach, es ist ein Selbstregulationsmodell. Es geht darum, verschiedene Lebensdomänen, die auf uns ja, das auseinanderzuhalten, zum Beispiel den Arbeitsbereich, die Work-Life-Domain und dann eben zu überlegen, was sind da verschiedene Loads, Belastungen, was sind Beanspruchungen. Und das aber dann auch runterzubrechen, sind psychische Belastungen oder Beanspruchungen, was sind soziale Belastungen, was sind aber auch Belastungen, die durch die Umwelt kommen. Also das kann Lärm zum Beispiel sein, spielt auch in der Stadtentwicklung eine Rolle oder es kann auch sein Klimata, Raumklima, verschiedene Aspekten. Und das wird dann jetzt ganz grob gesprochen, da spielen verschiedene Sachen zusammen, spielt dazu, dass die Person dann eben auch eine Erholungsmotivation entwickelt oder entwickeln kann, wenn sie sich erholen möchte. Und damit das realisiert werden kann, nachher im Erholungsverhalten, und dafür bauen wir ja dann, oder dafür versuche ich, Umweltausschnitte zu bauen, die das dann auch ermöglichen, ein bestimmtes Verhalten erleben, brauche ich natürlich auch vorbestimmte Handlungsrahmenbedingungen, die es mir erleichtern, dann auch von meiner Motivation eigentlich dann in Verhalten umzusetzen, es zu tun. Das kann zum Beispiel sein, dass ich einfach wirklich genügend Freizeit habe, dass ich vielleicht eine Begleitung habe oder jemand sich um meine Kinder zu Hause kümmert, wenn ich nach der Arbeit noch joggen gehen können möchte. Oder aber zum Beispiel auch, dass das Wetter mitspielt für das, was mir jetzt gerade gut tun würde. Das ist ganz trivial, aber es hilft mir einfach auch die verschiedenen Faktoren, die da zusammenspielen, auseinanderzuhalten. Und die Situation zu analysieren, zu schauen, was braucht. Das andere geht auch in diesen Fit-Ansatz, ist so ein bisschen eine Analogie aus das auf Soft geht. Es gibt einfach verschiedene Ebenen, die zusammenspielen müssen. Das ist ähnlich aus meiner Sicht in der Raumplanung. Ich habe einerseits, wenn ich gestalte, habe ich natürlich eine Architektur vom Gebäude, ich habe die Gebäudetechnik, ich habe, wenn ich im Gebäude bin, ein gewisses Layout, was schon vorgegeben ist durch Zuluft, Abluft und dergleichen. Ich habe vielleicht auch Zonen schon. Ich habe aber auch die IT-Ebene, die wird immer mit der ganzen Digitalisierung ist die extrem relevant und beeinflusst auch sehr viel. Ich habe eben ging es schon darum, dass ich meinen Laptop eben auf die Seite drehen muss, damit ich zu Ihnen sprechen kann, weil einfach das Kabel jetzt so kurz ist, dass eben das nicht mehr funktioniert hat, wie es für Marit eben möglich war, weil sie größer ist als ich. Es spielen dann ganz verschiedene Sachen rein. Mobiliar, also Ausstattung, ist natürlich ein großes Thema bei Gestaltung im Bestand, darüber etwas zu machen. Und dann haben wir natürlich hier die Ebene, sag ich mal, von Person oder Team, da geht es um Aktivitäten, was für Präferenzen, Bedürfnisse haben die, was für Kompetenzen bringen
sie mit, um eben auch einen Raum für sich nutzen zu können. Dann kommt die Ebene aber auch, und es ist eben nicht nur die Raumplanungs-, die Governance-Ebene, sondern es kommt auch immer, wenn ich im Raum mich bewege, gibt es Regeln. Es gibt die offiziellen Regeln, du darfst das und das hier und dort tun. Es gibt da auch wie informelle Regeln, die sich entwickeln können, wo die Leute, wo sich irgendwie eine Dynamik entwickelt, dass man meint, man darf das und das dort tun. Das muss nicht ausgesprochen sein, man beobachtet andere Personen. Und das, das muss man aus meiner Sicht immer zusammen anschauen, wenn man etwas gestalten möchte oder etwas auch ändern möchte. Auf Kultur und Führungsfragen möchte ich hier gar nicht eingehen, aber das wirkt natürlich auch mit rein. Wenn man jetzt wirklich zum Beispiel aus einer Unternehmensperspektive wo drauf schaut oder ich denke auch bei dem Thema Ghettobildung, da gibt es natürlich dann auch das Thema Kultur, was oder Kulturen, die da reinspielen, die sich dann durchsetzen. Wie gesagt, ich komme aus der Restorative Environments Forschung. Das bedeutet, Erholungsumwelten sind eben Umwelten, die Erholung explizit fördern und nicht nur einfach verhindern oder Belastungsstressoren vermindern. Es geht eben darum, genau diese Phase oder nach der Beanspruchungsphase zu unterstützen. Zu unterstützen durch eine passende Raum-Umweltgestaltung. Und was ich eben mache, ist dann, dass ich natürlich, wenn es um Details-Themen geht, gehe ich dann in die Tiefe. Sie kennen vermutlich, die in der Gesundheitsforschung, der betrieblichen Gesundheitsförderung aktiv sind, kennen natürlich bestimmt Studien von Sonnentag und Fritz, wo sie angeschaut haben, was macht denn jetzt eigentlich dieses Erholungserleben aus? Es geht darum, sich distanzieren zu können, also das Thema Being Away, zu detachen. Es geht um Entspannung, Relaxation. Das kann natürlich indem ich die Beine hochlege, passieren. Es kann aber natürlich auch passieren, indem ich aktiv bin, also zum Beispiel eben joggen gehe. Es geht ums Thema Mastery, dass ich etwas meistern kann, dass ich dieses Erlebnis habe. Und das Thema Kontrolle spielt auch in der Freizeitpausengestaltung ist wichtig, um dass man dieses Erholungserleben, um das zu begünstigen. Und jetzt noch der letzte, sage ich mal, Baustein in dem theoretischen Fundament, das ich nutze in meiner Arbeit, sind ganz klassische Konzepte aus der Umwelt- oder ökologischen Psychologie. Ich werde heute eingehen auf Affordanzen im Beispiel, aufs Thema Sitzanordnung, ein bisschen Privatheit streichen, das Thema Crowding wird aufkommen und das Thema Territorium und Zupassung fit spielt natürlich immer wieder mit rein, um zu veranschaulichen, wie sich das gut, denke ich, wie wir mit unserem psychologischen Erhau eigentlich einen ziemlich guten Beitrag leisten können, um dann so große Planungskonstrukte von Nutzung runterzubrechen, wirklich ins Konkrete, in die konkrete Lebenswelt von uns Menschen. Das erste Fallbeispiel, das werde ich anfangen vom Gebäude. Ich werde dann vom Gebäude ins Areal gehen. Das ist, jetzt gehe ich auf den Irchel hoch, das ist ein Institut. Die haben den Wunsch gehabt, nachdem sie eine Evaluation gemacht haben, hat sich das herauskristallisiert, dass sie ihren Aufenthaltsraum, Sie sehen den hier unten, dass sie den aufwerten möchten. So sieht der im Moment noch aus. Mehrere Tische in der Mitte zusammengestellt. Klar, es gibt Corona, das schränkt auch nochmal die Nutzung ein. Das ist der Eingangsbereich. Hier steht die Kaffeemaschine, die wurde schon neu gekauft. Sie wird wahnsinnig gut frequentiert, sodass die Milchschäumfunktion schon abgestellt wurde, weil die Leitung das Gefühl hat, sie bräuchten eine eigene Kuh, um diesen Bedarf an Cappuccino zu decken, was dann doch das Budget etwas strapaziert hat. Also es geht schon, aber es war der Wunsch da, es soll noch darüber hinausgehen, über die Kaffeemaschine, oder? Was können wir machen, um eben auch den informellen Austausch, und das findet ja sehr häufig in Pausen statt, das ist ein wichtiger Aspekt von einer Pause, um das noch zu unterstützen, dass die Mitarbeitenden sich noch wohler fühlen. Wir haben dann besprochen, okay, wenn ich diesen Aufenthaltsraum aufwerten möchte, dann geht es um Nutzerzufriedenheit, es geht um das Ambiente, es geht um eben den Kontakt zwischen Instituten, Labs. Es geht halt darum, verschiedene Ebenen zusammenzubringen. Ich spiele jetzt ganz kurz auf dieses Mind Framework da oben an. Und es geht auch darum zu verstehen, um die Dynamiken, oder? Was ich schon eingetönt habe, wo kommen die Personen eigentlich her? Was sind die Belastungen, Beanspruchungen, aus denen sie kommen, in den Raum gehen, vielleicht um sich einen Kaffee zu holen, aber auch aus anderen Gründen. Und was braucht es dann für Ressourcen,
in diesem Raum, damit Sozialkontakt einfacher stattfinden kann, der informelle, und dass es zum guten Erleben kommt, sodass sie nach eben dieser Erholungsphase sich wieder eigentlich den Arbeitsbelastungen stellen können. Und wichtig war, dass es ganz einen hohen Wert haben sollte. Und da habe ich dann dieses Conceptual Framework von Work Engagement von Christian Garza und Slaughter von 2011 ins Gespräch gebracht und habe gesagt, das ist ein sehr gut etabliertes Framework. Wenn es wirklich um hohe Qualität geht und man schauen möchte, dass das auch wirklich was bringt, dann wäre es doch wichtig zu schauen, okay, inwieweit kann durch die Umgestaltung des Aufenthaltsraums, durch die Neugestaltung, schaffen wir es wirklich, dass es ist ein Arbeitssetting oder es ist jetzt nicht das Freizeit-Zuhause-Setting, schaffen wir es, das Work-Engagement zu unterstützen, es soll zumindest stabil sein oder gefördert werden, Job-Satisfaction zu erhöhen und dass wir das auch noch mit anschauen. Was ich mache, um einfach so zu zeigen, wie kann man jetzt eben so übergeordnete Ziele umsetzen, also sprich, ich mache Nutzerbedarfsanalysen, ich mache Standortanalysen, wie eben bei der Raumgestaltung, bei der Stadtentwicklung. Ich gehe vor Ort, schaue mir das an, dokumentiere, wie sieht das aus. Und dann im dritten Schritt eigentlich, in dem Fall, mache ich wie so eine Auslegeordnung, so ein Screening zu den Nutzerbedürfnissen und wie jetzt im Prinzip das Erleben und Verhalten im Jetzt funktioniert, also eine Post-Occupancy-Evaluation. Und das war die Grundlage dann mit den Schritten zuvor und natürlich auch noch Gespräche mit der Führungsebene, eigentlich mit dem Verantwortlichen von diesem Territorium, um dann mal ein Konzept, ein neues Nutzungskonzept auszuarbeiten. Das zeige ich gleich später, wie das aussieht. Und das dann auch noch in einem Workshop, also auch wieder der Workshop-partizipative Gedanke, das mit Nutzervertretenden zu challengen und zu gucken, ja, ist es das, geht das in die richtige Richtung oder aber gibt es hier völlige Fehleinschätzungen. Ich habe es eben schon gesagt, es ist wichtig zu überlegen, wovon möchten sich denn die Personen erholen, kognitiv, da geht es dann um Konzentrieren, hohe Konzentration, Aufmerksamkeitszeitdruck oder auch Sinnlosigkeit in der Arbeit, emotional, da geht es zum Beispiel auch um Emotionsarbeit, das ist natürlich, wenn man viel eng zusammenarbeitet, spielt das auch eine Rolle, vielleicht auch Unsicherheit, dann körperlich ist immer wieder das Thema, was dann in die Ausstattung, ins Mobiliar reinspielt. Stehen die eigentlich die meiste Zeit bei ihrer Tätigkeit, die haben diese Mitarbeiten hier haben viel Lab-Arbeit oder sitzen die viel am Computer? Also was sind auch die körperlichen Beanspruchungen, die eben vorher stattfinden? Was bedeutet das auf der sozialen Ebene? Also Sie sehen auch hier wieder diese Unterscheidung mit diesen Funktionslevels, die ich vorher gezeigt habe in meinem Framework. Gibt es zum Beispiel, können Sie sehr autonom arbeiten? Können Sie Ihre Umwelt vorher kontrollieren? Gibt es Task Dependencies, also Abhängigkeiten zwischen dem, was ich mache, was die anderen machen? Und natürlich auch, wie sieht es eigentlich im Lab aus? Wie sehen eigentlich die Offices aus? Ist da mit hohem Lärm, gibt es hohen Lärm, sitzen Sie sehr eng aufeinander, also das Thema dichte Crowding, wie ist es mit Klimatisierung und so weiter und so fort. Und das zu verstehen, um dann eben eine Entlastungs- oder eine ressourcenreiche Situation zu schaffen, wo Sie eine Möglichkeit haben, davon sich zu erholen und wieder, sage ich mal, Energie zu tanken, Motivation zu tanken für nach der Pause. Wichtig auch aus meiner Sicht ist immer wieder zu überlegen, wie sind die Ortskenntnisse. Ich habe jetzt hier ein Beispiel vom Inselspital zu verstehen. Die haben mehrere Personalrestaurants, die wir dazu mal evaluiert hatten und geschaut haben, wie gut kennen eigentlich die Personen ihr Areal. Ihr könnte ihr Stadtteil sein, es könnte eben auch der Unternehmenscampus sein, es könnte eben auch das Areal sein. Das muss dann nicht ein abgeschlossener Campus wie zum Beispiel bei Novartis sein, wie beim Inselspital, wo sich eben die Gebäude über mehrere im Stadtgebiet verteilen. Wissen Sie eigentlich, welche Erholungs- oder Ressourcen Sie überhaupt haben in der Nachbarschaft? Und ganz wichtig auch aus meiner Sicht, das kommt so aus dieser Naherholungsforschung, wie viel Zeit braucht man denn zu Fuß, um dorthin zu kommen? Ist das in meiner Arbeitszeit, in der Pausenzeit meiner Freizeit, die ich dann eben vielleicht noch am Abend habe, möglich, dorthin zu kommen. Aus den Naherholungsstudien wissen wir, nach 10 Minuten, wenn ich länger brauche als 10 Minuten ins Grüne, dann bricht die Nutzungshäufigkeit sehr stark ab. Dann kann das noch so schön sein, dieses Naherholungsgebiet hochwertig gestaltet, aber es wird einfach
nicht genutzt, weil eben diese Rahmenbedingungen, diese Handlungsrahmenbedingungen es nicht ermöglichen im normalen Arbeitsalltag oder im normalen Alltag. Das ist so ein Screening-Tool. Da sehen Sie, ich lasse es mal ganz kurz hier stehen, was ich so abhole an Themen. Mich interessiert dann eben, wie sehen die Gruppenkonstellationen aus, die da vor Ort gehen. Was sind die Belastungen? Was sind ein bisschen um die Person? Was ist das vom Autonomiegrad? Da geht es die Mitarbeitendenkategorie, ist in dem Fall eine Proxy dafür. Und das ist dann die Grundlage, um ein Zielbild zu entwickeln, nämlich aus dem Raum inklusive Balkon einen inspirierenden, gemütlichen Ort zu machen mit verschiedenen Multi-Places. Sie erinnern sich, vorher waren die vier Tische in der Mitte zusammengeschoben mit der Idee, wenn alle, ich ermögliche allen, sich im Kreis dran zu setzen und dann erlaubt es uns viel einfacher in Sozialkontakt zu treten. Und das kam aber eigentlich jetzt auch durch diese Befragung heraus, dass das nicht das ist, was Sie brauchen. Sie arbeiten in kleinen Teams, Sie haben eher das Bedürfnis, zu zweit, vielleicht zu dritt, zu viert in die Pause zu gehen. Und es ist eher schwierig, dann, wenn man alleine zu zweit in den Raum kommt, sich schon noch dazu zu setzen, wenn da schon drei Leute an so einem großen Vierertisch sitzen. Sprich, hier kommt das Thema auch Crowding rein, oder? Crowding, das Erleben von Beengungen und auch Stress, wenn man das Gefühl hat, es sind zu viele Leute in diesem Raum, in dieser Zone. Und was man eben auch von der Crowding-Forschung weiß, ist, dass wenn es zu diesem Crowding-Erleben kommt, wir Menschen uns eher dazu tendieren, zurückzuziehen und sozialen Kontakt zu vermeiden und auch weniger Hilfe bei unseren Mitmenschen zu suchen. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich sich erhoffte in der Vergangenheit und was man jetzt eben in der Zukunft fördern möchte, in der Raumgestaltung. Und deswegen die Idee, das jetzt auseinanderzureißen und kleine Physical Spaces zu bilden, sodass es darüber, die aber leicht veränderbar sind, um eben den Sozialkontakt zueinander, wenn man sich auch nicht so gut kennt vielleicht, weil es sind verschiedene Gruppen, Arbeitsgruppen, die in diesem Institut arbeiten, das zu erleichtern. Und wir setzen dafür dann eben das Mobiliar in Form auch von Affordanzen ein, von Handlungsaufforderungen, ich gehe später noch darauf ein, um das auch noch zu erleichtern. Also die Kaffeemaschine ist zum Beispiel eine Affordanz, ist ein Attraktor, aber es ist auch bestimmtes Mobiliar oder auch Pflanzen dergleichen, was gewünscht wurde. Und wichtig ist wieder, ich bringe zwei, drei Beispiele nachher noch, dass es wirklich dann darum geht, auch zu gucken, was braucht man für die kognitive Erholung, mentale Erholung, Aufmerksamkeitserholung oder auch für die physische Regeneration, dass wir das bewusst damit einfließen lassen. Und wichtig ist auch in dem Fall, und das zeigt sich eigentlich, denke ich, auch in der Raumgestaltung, ich gucke wieder rüber zu Marit, es geht auch eben um jetzt dieses Regelwerk oder um die Kultur, die dahinter steht. Ich brauche natürlich auch eine Pausenkultur, die das begünstigt, die das über die Führungsebene begünstigt, erlaubt, fördert, dass man da jetzt hingeht und vielleicht auch mal länger als 3 Minuten bleibt, weil das vielleicht nicht dem Leistungsideal vorher entsprochen hat, aber dass ich da dann eben auch bleiben kann und verweilen kann, um eben in der Zeit eben dann auch den Social Support eigentlich zu triggern, zu ermöglichen oder den informellen Austausch, der natürlich am Ende dann auch wieder in dem Fall es hilft, eigene arbeitsbezogene Probleme oder auch privat irgendwas vielleicht schneller, effektiver, effizienter lösen zu können. Konkret übersetzt sieht das dann bei mir so aus mit den verschiedenen Ebenen. Sie erinnern sich an das SoftGIS. Ich baue das zusammen, eine Ebene mit Nutzung. Da steht dann zum Beispiel eben Essen, Trinken ist klar. Es geht darum, Essen auch zu erwärmen, also auch die Erfordernisse, ich brauche zwei Mikrowellen zu haben anstatt einer. Es geht darum, dass man auch ein Powernap machen kann, aber eben nicht alleine, sondern wenn, dann in Begleitung und auch die Gruppengrößen. Und dann gibt es in Bezug auf das bauliche Konstruktion, Engineering, gibt es verschiedene Ebenen, Aspekte, die dann, wo das durchdekliniert wird, was bedeutet das eigentlich dann für die Wandfarbe, was für eine Farbe wollen wir, wenn wir den Raum strecken möchten, weil der ist klein, der ist vielleicht 40 Quadratmeter groß, sind aber eigentlich 91 Personen im Institut. Wie können wir vielleicht auch optisch dazu beitragen, dass dann mehr dieses weite Gefühl entsteht? Was brauchen wir in Bezug auf Akustik, wenn wir mehrere Kleingruppen ermöglichen wollen, also Orte, das ist so
Mir kam dann eben die griechische Taverna in den Sinn. Das muss es jetzt nicht sein. Das ist so ein Stimmungsbild, wie man das umsetzen könnte. Aber ich brauche natürlich auch eine gewisse Akustik in dem Raum, dass das möglich ist, oder? Sonst spricht nachher auch keiner. Und dann Ausstattungsaspekte, die ICT-Ebene. Wenn ich natürlich in diesem Setting auch mal mich auch informell austauschen möchte, bedeutet das auch, dass ich vielleicht mal meinen Laptop mitbringe und Daten zeige oder irgendwas, woran ich schaffe, um das zu besprechen, oder ich habe es auf irgendeinem anderen Device. Und natürlich auch, ich habe später die Ebene Organisation und Wissen, ich muss neue Spielregeln einführen, ich muss das begleiten, ich muss dafür sorgen, dass auch neue Personen, die neu zum Institut hinzukommen, dass die angebordet werden und das eben auch verstehen, was da eigentlich erlaubt ist und was unerwünscht ist. Das ist eine 3D-Visualisierung dazu. Die hat mir dann jemand von der Ausstattung gemacht, verdankenswerterweise, wie man das übersetzen könnte. Das haben wir im Management Board diskutiert. Und das ist eben noch nicht genau die Materialisierung, aber es ist schon ein bisschen angelehnt an den Standard, die die Ausstattung jetzt hat. Und das Interessante war wirklich auch dann gleich die Reaktion darauf. Und dann komme ich, das kennen wir aus der Erholungsforschung, sie erinnern sich, Being Away, Detachment oder das Thema. Ich möchte es einfach mal weg sein von meiner Arbeitskammer. Nee, also es kann schon nicht das Mobiliar sein, was ich auch in meinem Büro stehen habe, oder? Weil das erlaubt mir dann nicht, mich erholen zu können. Also Sie merken, das finde ich sehr spannend, oder hier kam dann erst die Idee war gewesen, ja, man könnte Poster aufhängen, so Arbeitsposter von Präsentationen, was da passiert ist, wo ich dann gemerkt habe, nein, das ist eigentlich nicht stimmig, weil eben Detachment being away, es gibt genügend Belege, empirische Forschung dazu, das ist nicht das, was es eben unterstützt, wenn ich dann eben noch so arbeitsbezogene Informationen um mich herum hängen habe. Aber da ist dann wirklich dann die ganze Forschung, die es eben auch schon gibt, hilfreich, um argumentieren zu können, warum etwas dann eben vielleicht anders sein sollte, als man sich es im ersten Moment gedacht hat. Ich habe es eben gesagt. Hier spielt dann eben stark bei der Gestaltung auch rein das Thema Distanzierung, um das zu erleichtern. Und auch das Thema Kontrolle, deshalb auch die verschiedenen Mobiliarmöglichkeiten, sodass sich zum Beispiel die Idee ist, so ein Zweiertisch, zwei Zweiertische sehr schnell zusammen, weil die dann leicht sein sollen, die sollen nicht so groß sein sollen, zusammenziehen kann, wenn ich eine Dreier-Vierer-Gruppe bin. Also ich habe gewisse Kontrolle über diesen Umweltausschnitt, um den dann an meine Bedürfnisse anzupassen. Ein weiterer Aspekt bei dieser Raumgestaltung ist immer die Frage, wo ist denn eigentlich der Standort? Wo befinden wir uns? Es ist eigentlich trivial, aber wie ist die Sonnenbestrahlung? Ist Blendung da? Wie ist das Raumklima durch natürlich dann den Standort selber in der Quartierentwicklung? Und dann war die Frage, können wir vielleicht durch eine gewisse Fassadenbegrünung eine gewisse die Situation begünstigen. Jetzt muss man aber wissen, wenn man in die Richtung guckt, Richtung Blauer Platz, den kennen Sie vielleicht, dann würde man denken, okay, okay, wir machen vielleicht idealerweise alles grün, wir machen hier oder wir machen alle, bepflanzen alles, wir haben dann dieses Spiel von Natur für die Augen, was die Konzentrationsaufmerksamkeitserholung unterstützt. Wir haben dann auch noch Bepflanzung, die im Jahresverlauf ihre Farbe ändert. Also ich habe auch noch dieses eher spirituelle Anbindung an die Jahreszeiten. Und wenn man aber in die andere Richtung guckt, dann sieht man, es gibt eigentlich von der anderen Seite eine fantastische Aussicht auf eben Wald, Waldrand, ein bisschen Kulturlandschaft. Ich habe diese Fernsicht, ich habe ein bisschen dieses weite Erleben. Und was dann wieder dazu geführt hat, zu sagen, nein, eben, wir können es nur, wir müssen es punktuell machen oder wir müssen es eingeschränkt machen, um eben diesen Standortfaktor, der eigentlich schon da ist, mit der Weite und der Fernsicht, um uns das nicht kaputt zu machen hier hinten. Weil das ist natürlich ein Standort-Asset. Und das ist immer wieder wichtig, finde ich, wenn man auch im Kleinen etwas gestaltet und aufwerten möchte, dass man wirklich den Standort kennt und die Umgebung, die Nachbarschaft, die nähere und die weitere Nachbarschaft. Weil es gibt oft einfach schon Ressourcen, die da sind, die man sehr leicht in Wert setzen kann oder auf die man aufsetzen kann. Ich habe es eben gesagt, es gibt zahlreiche Studien, das ist jetzt eine von mir, aber es gibt auch von anderen, die eben geschaut haben, was sind Landschaftsqualitäten, die zur Erholung frei gesucht werden oder wo man sich gerne immer wieder aufhält. Und es sind Gewässer, es ist die Vielfalt der Landschaft, Fernsichtweite, auch Stille. Also da kommt dieses ganze Soundscape-Thema mit rein.
Es soll Abwechslung sein. Es geht um sonnige Stellen, Waldrand. Es gibt etabliert genug Kenntnisse, auf denen man aufsetzen kann, wenn man diesen Standortgedanken mit einbezieht. Und damit möchte ich dieses Beispiel abschließen und einen Schritt mehr eben in den Außenraum gehen von dort aus und auch aufzeigen, wie einfach man zum Teil auch Handlungsressourcen, ich nenne es jetzt mal, freilegen kann, die schon da sind. Das ist eine Situation, wie sie jetzt aussieht. Sie sehen, es hat hier diese Zwischenräume, diese kleinen Areale zwischen Gebäuden, die es eben auch häufig auch bei Großkonzernen gibt, oder wenn sie mehr so einen Campus-Gedanken haben, Novartis oder Roche oder andere größere Konzerne, aber auch das kann der kleine Innenhof bei einem KMU sein oder kleinere. Und die Situation war die, als ich dazu mal anfing, es gab diese Stühle schon. Aber die waren alle so fein säuberlich aneinander gekettet in dieser herrlichen Rosette. Also es sah schön aus. Aber es war natürlich aus Nutzersicht und jetzt auch erholungsförderliche Sicht. Also ich möchte mich vielleicht mal absetzen. Ich möchte mal alleine sein über den Mittag. Ich möchte mich, also mich zurückziehen können. Oder ich möchte mit anderen im Austausch sein. Hat das natürlich einen geringen Mehrwert gehabt. Das ist eigentlich. Und hieran möchte ich ein neues Konstrukt einbringen, nämlich das von soziofugalem Design und soziopetalem Design. Da geht es einfach wirklich um die Sitzanordnung oder Stehanordnung, die es einem erleichtern, Austausch, in Interaktion mit anderen Personen zu treten oder eben dann auch, die es erschweren. Und das ist natürlich eine Anordnung, das war eher die, die wir eben hatten mit der Rosette. Das ist eben ein soziofugales Design. Man sitzt dann Rücken an Rücken in der Regel und kommt eben nicht in Kontakt. Das eignet sich gut in Bereichen, vielleicht auch vielleicht im Spitaleingang, wenn man sich nicht so gut kennt, also jetzt nicht unter Corona-Bedingungen, aber wo man Sitzmöglichkeiten bieten möchte, aber nicht die Leute dazu anhalten möchte, dass sie jetzt das Gefühl haben, sie müssen miteinander in Austausch treten. Das andere sind diese soziopedalen Designs. Ich denke, das ist sofort ersichtlich, wie jetzt das Arrangement von den Bänken oder auch von dem Tisch, was das begünstigt. Und was man auch sagen muss, das ist ein Beispiel, was ich damals im Tessin gesehen habe, es ist natürlich kein Umweltdeterminismus. Also ich kann auch, Sie sehen hier diese Bank mit Rückenlehne um den Baum herum und die Damen haben sich natürlich auch andersrum da drauf gesetzt. Also einfach um das, es ist kein Umweltdeterminismus, aber es erleichtert oder erschwert bestimmte Sozialverhalten, je nachdem, was für ein Mobiliar ich wähle und was ich einsetze. Hier noch zwei, drei weitere Beispiele. Hier unten sieht man zum Beispiel, wenn man hier sitzt, dann guckt man eben mehr auf die anderen Personen, aber es ist schwierig, da den Blick aus dem Fenster zu werfen. Es ist ganz trivial. Aber es sind natürlich gestalterische Methoden, die man sehr bewusst einsetzen kann. Da aus dem Lernsetting zum Beispiel, das soll natürlich die Interaktion ermöglichen. Und letztes ist natürlich ein Beispiel eher für, sag ich mal, Rückzug, alleine sein. Es sieht bestimmt sehr schön aus in dem Park, ob es das so ist, dass jetzt die meisten Parkbenutzenden oder da alleine hingehen oder vielleicht eher doch auch mit Kindern oder in Begleitung. Das muss man dann schauen, ob das eben der Fit so gut ist. Aber es gibt eben diese gestalterischen Möglichkeiten. Und was ich einfach noch als Beispiel zeigen möchte, ist, wenn es ist aus dem China, aus dem Inselspitalprojekt, wir haben in 200 Kurzinterviews Nutzende nach einem bestimmten System befragt, was machen sie da eigentlich? Und es ist wirklich so, dass für viele ist es eine Möglichkeit, jetzt sich zu treffen, Kontakte zu pflegen, Abstand, Distanz zur Arbeit zu haben, aber auch alleine zu sein, sich mal zurückziehen zu können. Aber es ist natürlich auch dieser Aspekt, mal zu hören, was passiert, sich synchronisieren zu können mit auch Teamkolleginnen, wo man jetzt aber nicht zusammenarbeitet. Das sind so die Hauptpunkte. Und das ist auch der Gedanke, womit ich dann eben auch Pausenräume zum Beispiel oder Pausen Aus Umweltausschnitte auf dem Irchel plane. Hier einfach nochmal. Es geht darum, in dem Fall eigentlich die Handlungsrahmenbedingungen zu bieten, das beizusteuern, damit dann erholungsbezogenes Verhalten, ob das jetzt alleine ist oder in Gesellschaft,
das zu ermöglichen und dass die Personen die Autonomie, die Umweltkontrolle haben, das dann ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten, was sie in dem Moment brauchen. Das führt dann auch zum Thema Affordanzen. Es ist auch ein etabliertes Konstrukt, Affordanzen, Angebote, Handlungsangebote. Das ist ein Beispiel aus der Binz-Allee. Wenn Sie sich überlegen, diese Bank, Sie sehen hoffentlich gut, wie die Bank ausgerichtet ist. Wenn man sich jetzt auf also dieses Sitzangebot wahrnimmt und sich da draufsetzt, wo schaut man dann hin? Und ist es das, was man gerne machen möchte? Möchte man vermutlich bei den anderen hier unten in die Wohnung hineinschauen oder da oben ins Wohnzimmer? Und das, denke ich, sieht man häufig im Stadtbild, auch bei der Stadtgestaltung. Es werden Handlungsangebote, Verhaltensangebote geschaffen übers Mobiliar. Das sieht toll auf der Planung, auf der Visualisierung aus, aber wenn man das runterbricht ins Verhalten, was wir eigentlich dort machen und dann machen können oder nicht können sollen, dann geht es. Öfters nicht so ganz auf. Also man sieht auch, hier unten sind alle Jalousien unten. Das mag jetzt Zufall sein, aber vermutlich finden das, ja, es geht natürlich auch um Privatheit. Man dringt dann in die Privatheit von den Menschen hier ein. Zeigt noch ein paar also Affordanzen sind funktionale Merkmale von Oberflächen, die zu einer Handlung auffordern. Hier sehen Sie noch ein Beispiel vom Bahnhof. Also zum Beispiel, ich kann hier was aufhängen. Obwohl das eigentlich ein Mast ist, wo man dann auch eben hochklettern können soll. Das ist ein Beispiel von der Polyterrasse. Was könnten da die Affordanzen sein? Was erkennen Sie so für sich? So sah es dann nachher aus. Es hatte nämlich die zwei Stühle, die Steckdose und man hatte etwas Privatsphäre und war weg von den Störungen, oder? So kann das natürlich dann auch entstehen. Ich denke, es ist jetzt Zufall, dass das so gekommen ist, aber das ist dann natürlich dann die Verhaltensaufgebote, die wir haben und die man bewusst gestalten kann. Eine sehr bewusste Gestaltung war das hier in Tampere an der Uni. Die haben sich überlegt, okay, wie können wir eben auch sozialen Austausch ermöglichen im Gebäude? Die haben experimentiert mit Mobiliar, mit dem Layout und sind dann zum Schluss gekommen, wir brauchen eigentlich ein Podest. Wir müssen hier diese Sitzgelegenheit, Liegemöglichkeiten auf dem Podest bauen, damit die Personen, die vorbeigehen, also das wäre dann in dem Fall die Kollegin gewesen, dass sie, wenn sie anhält, dass sie auf Augenhöhe sind. Das haben sie festgestellt, dass das Zentrale ist, damit man dann überhaupt in Kontakt zueinander tritt. Und alle anderen Designvarianten, also zu niedrig, zu hoch, haben nicht funktioniert. Damit möchte ich dann zum Abschluss kommen. Und beende, denke ich, an dieser Stelle.